meine Lieben. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Nee. Außerhalb der Werkstatt. Neues außerhalb der Werkstatt. Guck mal hier, wir sind gerade am Umrüsten. Ja, hier liegt ein Haufen Blechschrott. Das ist Aluminium und Blech. Das ist echt so ein Ding, das wollten wir euch mal vorstellen, weil auch für andere Werkstätten, das ist echt unglaublich. Jetzt habe ich meinen Zettel vergessen, wo ich das aufgeschrieben habe. Ne? Jetzt kommt das nämlich. Ja, hol den Zettel, ja. Dann erzähle ich was dazu. Jetzt denken die einen oder anderen sich, was haben die denn einen Haufen Schrott da rumliegen? Ja, das ist Schrott von den Leuchtstoffröhren. Hier waren vorher diese ganz normalen Leuchtstoffröhren. Ich zeige mal so eine. Hier sind sie alle gelagert, der alte Müll. Das sind Leuchtstoffröhren, die einen ganzen Haufen Strom fressen und ja, eigentlich kein Licht bringen oder zu wenig. Wir hatten so zwei Draufsichten. Also erstmal ist jemand auf uns zugekommen von der Firma Plan und Licht und der hat gesagt, pass mal auf, das was ihr, YouTube-Fan von uns, also echt ein Fan. Und er sagte immer, was ihr da an Licht habt, ist es voll für den Arsch. Da konntest du auch Teelicht da oben hinstellen, war das Gleiche. Obwohl das schon gar nicht so schlecht war. Also mit den Schirmen und sowas, das haben wir vor 15 Jahren installiert, das war schon ganz geil. Schirme heißt Reflektoren, die das Licht dann wenigstens ein bisschen bündeln, ja. Und nach unten runter schicken. Genau, die muss man aber auch immer putzen, haben wir auch immer gemacht. Sieht man ja immer geputzt worden, ja. Deswegen sind sie auch schwarz von innen. Und er sagte immer, ich rechne dir das mal aus. Naja, ja, brauche ich jetzt irgendwie Ob Licht. Sich das überhaupt lohnt, da andere Röhren reinzumachen oder anderes Licht. So, da muss man sich mal nehmen. Wir verbrauchen im Jahr mit diesen Leuchtstoffröhren 13.800 kW. Also für 3.728 Euro geben wir aus, nur damit es da drin leuchtet. Für Licht. Also für mich war das unglaublich. Da habe ich mich noch nie so drum gekümmert. Also es geht jetzt auch wirklich darum, andere Werkstätten, die das sehen, aber auch für zu Hause. Umrüsten auf LED ist eine Investition und lohnt es sich wirklich. Und das müsst ihr euch anhören. Das ist unglaublich. Also, wir rüsten jetzt gerade um, die Jungs sind gerade drinnen am Schrauben. Dann brauchen wir jetzt mit den LEDs 6.344. Vorher 13.000, jetzt 6.344. Kilowattstunden Strom. Also, Dankeschön. Wir haben Stromkosten von 1.713 Euro. Mit den neuen. Runtergerechnet ist das 2.210 Euro weniger im Jahr. Im Jahr. Beim doppelten Licht, also wir haben eine doppelte Lichtausbeute, haben 54% Ersparnis und in 3 Jahren hat sich das ganze Ding amortisiert. Wenn man jetzt mal weiterrechnet, in 10 Jahren haben wir inklusive die Investition, was wir jetzt alles reinstecken an Kohle, einen Gewinn von 14.000 Euro. 14.000 Euro Gewinn in 10 Jahren, da kannst du ein neues Wohnmobil von kaufen. Nee, ich von der Ersparnis. Ich mach's sogar anders. Wir lassen das Licht jetzt auch nachts laufen, weil dann haben wir ja 28.000. Ja. Also, es geht hier um den Umweltaspekt, den Aspekt für die Mitarbeiter, was für ein Licht das ist. Das könnt ihr euch jetzt gleich mal anschauen, das ist unglaublich. Und wir sparen 4,3 Tonnen CO2. Das ist schon eine ganze Menge. Oder? Wahnsinn. 4,3 Tonnen. Also ich spare ja bei mir schon eine ganze Zeit. Ich habe ja bei mir alles umgerüstet auf LED. Ich habe schon wieder andere LED-Lampen, einfach um ein schöneres Licht zu haben und des Umweltaspekts bewegen. Guckt euch das an. Also auch, aber auch für zu Hause. Ne? Deswegen ist es unser Ding, einfach auch für zu Hause. Wo ist denn meine Sonnenbrille, wenn ich jetzt da reingehe? Komm, so schlimm ist ja nicht. Komm, warte. Schaut euch das an. Was sind diese Lampen? Hier, das sind diese Module. Sind die LEDs, die werden einfach nur ineinander gesteckt, diese Module. Ne? Kann man hier oben sehen. Ja, die sehen jetzt gerade sogar aus, weil die sitzen gerade am Installieren. So, was das Geile ist. Hast du das Anschlussstück gesehen? Nee, das ist Anschluss. Das da oben, was da dran ist. Das ist ein Lichtsensor. Diese Ersparnis kommt noch dazu. Dieser Lichtsensor sorgt dafür, wenn die Sonne sehr stark scheint, wenn hier viel Licht ist, dann braucht er nicht so viel. Die Lampen. Oh, ah, ui. Dimmt er die Lampen ab und verbraucht noch weniger Strom. Wahnsinn. Das ist wirklich mega geil und dafür gibt es verschiedene Optiken. Das ist jetzt so eine breitstrahlende Optik. Das ist das, was hier oben drauf ist. Und die vorne kann man sehen, das ist jetzt so eine Optik, da reicht das Licht bis hier runter. Ne, da oben, das ist so eine Wölbung da drin. Einfach um ein anderes Licht gebündelt nach unten zu kriegen. Genau. Ja. Also das ist... Und das Geile ist,
Das Ganze wird programmiert. Ich finde, das ist für mich das Geilste, dass du das programmieren kannst. Und mit deinem Handy ein- und ausschalten. Per App kann man das ein- und ausschalten. Es gibt aber auch einen Schalter, der wird vorne hingehangen. Dann drückt man drauf. Aber das können wir uns mit Techniker mal schnappen. Seht, das sind zwar aus Friesland. Also die Firma Vasco, die kommt aus Ostfriesland. Mega Kerle, echt. So. Habt ihr davon auch keine Ahnung oder was? Klar. Ja. Die Kamera läuft, ne? Und? Das kriegen wir hin. Klappt? Das klappt. Wir müssen die noch eben einstellen. Programmieren muss. Also muss hier reinsprechen. Programmieren. Wir müssen jetzt noch programmieren. So, und dann können wir können die dimmen zu jeder Zeit. Wir können die rauffahren, wir können die runterfahren, die Dinger. Genau. Also ihr könnt die einstellen. Wir stellen die ein, einmal 100%. Jetzt aber 100%. Dann stellen wir die auf 50%. Und drückst auf Taste 1. Bei 50% haben wir immer noch zweifach oder dreifaches Licht gegenüber vorher. Genau. Und du kannst ihn auch noch manuell hoch und runter dimmen. Aha. Mit dem Taster. Okay. Und du drückst auf den Taster, auch nur noch auf, nicht mehr auf 20 Schalter, sondern nur noch auf einen Taster und dann geht alles an und alles aus. Also sehr geil. Du steuerst alles über einen Taster. Und du sagtest vorhin zu mir, da sind Module drin und diese Module kommunizieren miteinander oder was? Also das eine Modul, dem steuerst der andere, so kannst du in der ganzen Halle irgendwas sagen, Bluetooth-mäßig so, schalt ein, dann sagt das Modul das den anderen, ja? Genau, du kannst auf dem Handy sagen, du kannst auf dem Handy sagen oder auf dem Tablet sagen, hallo, ich will ja nur das eine Modul heller haben, weil, ja. weil irgendwas heller brauchen. Haben willst, ja. Weil du da, ja, für Dreharbeiten zum Beispiel kann man das gut brauchen, ja. Wenn du mal wirklich irgendwo auf, hier, wenn du vom Auto hast, was du wirklich gucken musst, okay. Was wirklich oder irgendwie Helligkeit haben willst, dann kannst du nur die eine. Nein, der ist ein bisschen nervös so mit der Kamera. Wird man ein bisschen nervös. Aber ne? Weißt du, was das Coole ist? Wenigstens die Module unterhalten sich miteinander. Ja. Wenn schon die Monteure nicht. Nee. Also, und dann kann von jeder, egal wo du bist, du kannst jede Leuchte einzeln ansteuern. Kann ich, wenn ich im Urlaub unterwegs bin, kann ich zu Hause Licht ausmachen. Das kannst du auch. Weißt du, wie geil das wird, Jürgen? Du machst es aus und sagst, ihr habt jetzt Feierabend. Per Kamera? Kann man gucken? Vor allem, wenn es in der Winterzeit dann schlecht beim Biegen wie mir, dann geht das immer. Und wir haben ja mit dem Skiurlaub, dann haben wir viel Spaß. Also hier, du super. Kannst auch das mit dem Netzwerk verbinden, ja. Mit WLAN, dann kannst du auch von deinem Handy aus, vom Urlaub aus, Licht an und ausmachen. Genau, das ist das, was wir brauchen. Vielen Dank. Haut rein. Werdet ihr heute fertig, ja? Wir werden heute fertig. Super geil. Sie haben gestern morgen angefangen und sind dann heute fertig. Also, ich will nochmal diesen Umweltaspekt reinholen. Das ist eine Investition, ja. Wir müssen bei uns in den Betrieben noch sowieso immer wieder investieren. Ob es in Werkzeug ist, ob es in Tester ist, ja. Egal was. Und wenn es um so etwas geht, das ist natürlich für die Monteure wesentlich angenehmer, bei so einem Licht zu arbeiten, als wenn sie da Teelichter stehen haben und müssen jedes Mal ein Lämpchen anmachen. Das macht einfach Spaß. Das macht Freude. Ich bin eben hier reingekommen, ich habe gedacht, ja. Ja gut, und das ist eine Investition, ne? Die ist weit, weit über 10.000 Euro, die wir da abdrücken müssen für... Wow. Kriege ich jetzt auch so einen Kringel hier oben? Bob, wieder aus. Kringel weg. Ja. Mann, das ist echt der Hammer. Schade. Kann man noch mal aus. Wo ist denn der Bob? Ah. Der sitzt schon zu Hause. Wollen wir noch mal an. Ja, das ist einfach herrlich. Ja, schön. Okay, dann haben wir das jetzt, unsere neue Errungenschaft euch vorgestellt. Also nochmal an alle Werkstattbetreiber, schaut euch das an. Rechnet sich auf jeden Fall. Und bleibt hier in Deutschland, kauft nichts. Und es muss wirklich geplant werden. Das ist geplant, das ist ganz genau. Wir wissen, guck mal da hinten zum Beispiel, wie da die Lampen hängen. Da hängen dann zwei Reihen Lampen mit verschiedenen Optiken drauf. Die eine Optik ist für runterstrahlend, die andere Optik von der vorderen Lampe ist diese breitstrahlende, damit das hier alles hell ist. Wir haben auch Aufnahmen gemacht, wie es vorher war und nachts, gestern Abend schon, wie es, da haben wir es einmal alles am Leuchten gehabt, wie es da war. Schaut euch das mal an. Okay, schön. Jetzt geht's weiter mit Neuem aus der Werkstatt. Wir haben da einen Mercedes ist gestern reingekommen, ist mit dem ADAC eingeschleppt worden. Ich glaube, ein E-Klasse Mercedes läuft nicht mehr. Schauen wir uns den einfach an.
gucken mal, was da ist. Reicht das, wenn wir von außen drauf gucken? Oder? Ja, genau. Ja, ja. Gucken von wir außen mal. Drauf gucken und Rechnung schreiben. Schauen wir uns das an. Holen wir mal rein, die Kiste. So, stopp. Keine Werbeunterbrechung, sondern eine Tatsache. Unsere Bücher sind da. Ihr habt die ja in unserer Aktion bestellt mit Signatur und Widmung. Das müssen wir jetzt leisten, das ist eine ganze Menge. Ihr könnt die Bücher weiterhin bestellen, natürlich ohne Signaturen, ohne Widmung. Das schaffen wir zeitlich überhaupt nicht. Im Drömer-Knauer Verlag auf Amazon und auf unserem Webshop könnt ihr die bestellen. Viel Spaß beim Lesen und Daumen hoch. Das ist ein 2001er Mercedes. C200. Kompressor. 120 kW, 2 Liter. Schlüsselnummer 0710473. Dass das ein Kompressor ist, kann man schön erkennen an dem roten Deckel, der da drauf geschraubt ist. Ja, weil der Kompressor draufsteht, ne? Ja. Machst du mal Knöpfchen drücken? Ein Knöpfi. Drücke mal die kleine Knöpfi. Wie geht das? Also schön, wenn der Schmerz nachlässt. Nein, 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 nein. Kunde hat volles Problem, ist liegen geblieben mit dem Wagen, springt nicht mehr an. Der ist sogar stehen geblieben. wo hast du den Gang? Hast du auch Hebel? Batterie ist auch leer. Batterie ist auch leer. Vom ja, das ist vielen so. Orgeln. Ja, von ja. vielen Orgeln und auf den ADAC warten und Warmling hinten in der Ecke. Ja. Warmlinganlage die ganze Zeit an. Dann das haben wir öfters. Dann denkt man, okay, das wird wohl das Problem sein. Nee, der Wagen ist aus dem anderen. Ah. Schön. Das ist immer so schön, wenn man hier so vorbeigeht und dann dagegen semmelt. Mich als erstes raus in das. Weiß nicht, wie viel Kitchen ich schon in meinen Schienbeinen habe, deswegen. Und wir haben es im Moment wieder tierisch heiß hier. Ey. Hat was länger gedauert. Ich bin hinten vor dem Kühlgebläse stehen geblieben. So, den habe ich schon mal rausgenommen, ne, Jürgen? Ach, hast du gemerkt, wo er war? Ja. Da bin ich darauf hingewiesen. So. Hier haben wir einen schönen Anschluss extra für Plus. Ach, ist ja sogar schön der Anschluss. Ach, guck, ein schöner Anschluss, guck hier. Ach. Da steht auch extra Plus drauf. Okay. Und da steht auch Plus drauf. Guck, ja. Plus und Plus. Er gibt Minus. So. Zack. Nummer uno. Und da ist. Rot an Schwarz und Plus an Minus, ne? Ja. So, dann starten wir den Wagen und schauen mal, so, was er jetzt laufen. Macht. Läuft doch. Okay, aus. Ja, nimmt kein Gas an. Spring kurz an, wenn ich Gas gebe, ist nichts mehr. Also Zündung kann es eigentlich nicht sein, ne? Dass er keinen Funken hat oder so. Guck mal, wie der ruckelt und bockt. Ja. Ja. Und sobald du Gas gibst, geht er weg, oder? Ja. Pabam. So. Der hat da reingeknallt. Zu mager, ne? Zu mager, kein Kraftstoff. Zu genau. wenig Kraftstoff. Genau. So würde ich es auch sehen. Ja. Okay, dann machst du besser mit dem Kraftstoffdruck. Ja. Also bei so einem Wagen, wie wir immer sagen, Luft, Zündung und Kraftstoff brauchen wir bei so einem Wagen. Und der. Was fehlt ihm hier? Wahrscheinlich. Vermutlich Kraftstoff. Irgendwo müssen wir anfangen. Fangen wir jetzt auf der Kraftstoffseite an, holen wir jetzt das vom Kraftstoffmessgerät und dann. Und messen wir den Druck. Ah, der Yoshi hat da was Wunderschönes. Ah, lecker. Ach, du kriegst die Motten. Was ist das für ein Auto? Ein Mazda. 2,2 Sky Active. Genau. Diesel. Diesel. KW hat er 2,2. 129 KW. 129 KW. Von Baujahr 2014. Wie viel hat der gelaufen? 142.000. Der Wagen ist hier, weil der Kunde sagt, also wir sollen die Ansaugbrücke mal strahlen. Das ist ja so Ventil. Unser... was? Ventile strahlen. Die Ansaugbrücke müssen wir jetzt aufstrahlen, aber... Und schaut euch das an! Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also so dicke Kruste da drauf. Boah. Hier, nimm den schlechten. Achso, ein Schraubenzieher. Ja, okay. Okay, ja. Mach nicht zu viel. Ich weiß nicht, ob das Ventil noch offen ist, ne? Ja. Guck das jetzt mal an. Ach du Scheiße. Ja. Da kriegst du natürlich keine Luft mehr, der Wagen. Wie wir gerade schon bei dem Mercedes gesagt haben. Guck dir das mal an. Ich
schätze mal, in der Mitte sind wir so bei 1 cm Querschnittsverengung. Da drin kann man gar nichts mehr sehen. Ach du, das ist da hinten noch schlimmer. Wird das immer dichter da drin? Oh, guck mal hier. Guck mal hier von oben rein. Oh nee. Siehst du das? Ja, und die Leute fahren immer weiter. Gell? Die merken den Unterschied zunächst gar nicht, weil es sich sukzessive zusetzt. Und mein Auto hat immer weniger Leistung, weil der kann keine volle Leistung mehr haben mit so einem Querschnitt da drin. Patrick, guck mal. Und dann merken die es nicht. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen rumgeeiert. Da geht aber noch mehr, ne? Boah. Ja, das fällt da alles rein in die. Und hier. Muss mal hier ein bisschen loskratzen, oder? Guck dir das an, mal, das sind da Kohlestücke. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Ja, hier muss aber ein bisschen mehr strahlen, ne? Ein bisschen aufwendiger, ja. Ich hoffe, okay, aber. So, wenn du da rein trittst, also das hast du in der ganzen Bude verteilt. Wir machen das hier sehr oft. Ja? Also das Strahl ist ja bei uns mittlerweile echt ein Geschäftszweig geworden. Und das ist Aljoschas Hobby auch. Ja, regelmäßig. Und, aber das, ich meine, dass der Wagen keine Leistung mehr hat, ne, ist ja klar. Ich meine, haben wir schon oft genug erklärt, woher das kommt. Ne? Aber das ist, der kriegt ja nicht mehr genug Luft. Also der zieht gar nicht mehr so viel Luft durch den Luftmassenmesser durch. Dementsprechend wird weniger Kraftstoff eingespritzt. Der Wagen hat also keine Leistung mehr, kriegt vielleicht sogar noch einen Ruckeln rein. Und also das ist echt, ja, immer wieder faszinierend, was für Sachen passieren. Ich tue das mal in die Tonne. Ja. Das muss aber aufnehmen, da, wenn ja, das eine durch die Bude tritt. Müssen wir jetzt direkt kehren. Joshi, hau mal rein, dann damit wir noch einen Kanal sehen können. Ja. Ja, lass dich nicht stören. Nee, nicht überstunden, jetzt. Also, hau rein. So, wir wollten Kraftstoff gucken. Alles klar. Ich wollte eigentlich den Druckmanometer holen. Ja. Und ich musste was trinken. Bei den Temperaturen musst du einfach viel trinken. So, hier vorne ist das sogenannte Verteilerrohr. Das heißt, Kraftstoff. Der Kraftstoff kommt hinten vom Tank hoch. Jetzt können wir aber nicht sehen, das müsste die Leitung hier sein. Von hier, ja, das ist die Leitung, die Zulaufleitung geht hier rüber. Können wir das auch abmachen? Ich mach mal den Sensor hier ab. Ach, das ist da unten auf dem Binockel drauf. So. Ah, da kann man schön sehen. Hier kommt der Kraftstoff an, geht hier rein. Ach, guck mal, der hat gar keinen Rücklauf. Geht in das Sammelrohr und hat hier dran einen Druckregler. Nein. Das ist nur eine Membran für Druckschwankungen. Der hat keinen Rücklauf. Der hat den ganzen Kram hinten im Tank drin. Ja. Der hat hier quasi nur eine Membrane drin, um unterschiedliche Drücke, Schwingungen hier im Sammelrohr aufzufangen. Das heißt, wenn der Druck ein bisschen absenken sollte, drückt er von hier mit einer Federkraft hier drauf, dann bleibt der Druck stabil. Und, genau, und wir haben uns den Rücklauf gespart. Dass sie aufgefangen sind, dadurch haben sie den Rücklauf gespart, dadurch ist die ganze Technik hinten im Tank drin. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier drauf reindrehe, ne, hier ist ein kleines Ventil drin, wenn ich hier drauf drücke, müsste ich schon ohne Ende Kraftstoff rausspritzen. Ja, aber das ist jetzt nicht ohne Ende, das ist nichts. Das ist zu wenig. Okay. Da sind wir schon auf der richtigen Bahn. So, was haben wir hier für einen Anschluss? 17? Das, glaube ich, das geht so. Da ist eine kleine Gummidichtung drin. Na? So, klemmen wir den an. Das ist noch der Restdruck, der in der Uhr drin ist. Hat er letztlich nicht entlüftet. Also, ich starte mal. So, und dann haben wir hier die Uhr und der Hans-Jürgen startet jetzt mal. Und der Druck muss mindestens raufgehen auf 3 Bar. Ich schätze 2,5 bis 3 Bar muss er mindestens haben. Ja, geht da kurz und jetzt bricht er zusammen. Ja. Ne? Gib mal Gas. Ja, ich hab Vollgas. Ja, okay. Also der hat viel zu wenig Kraftstoffdruck. Gut, okay. Gut, zu wenig Kraftstoffdruck heißt, wir haben ja gerade gesagt, die Kraftstoffpumpe und die Druckregelung und das alles sitzt hinten im Kofferraum. Und der hat auch noch, nicht im Kofferraum, im Tank. Im Tank unter der Sitzbank. Im Kofferraum. So. Hat der im Kofferraum denn? Unter der Sitzbank? Unter der Sitzbank? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Im Kofferraum. Kofferraum? Ja, Sitzbank. Ich glaube, der Sitzbank. aber der hat ja ein Thema. Und zwar ist das bei dem Wagen, ist da schon ganz schön Technik drin. Der hat, müssen wir mal gucken mit der Haube, ne, weil die macht da gleich. Vielleicht die mal runterklappen ein bisschen. Falls er zu knapp wird, müssen wir wieder hochlassen. Er hat ja eine Kardanwelle drin.
Und durch die Kardanwelle hat er einen Kardantunnel. Und deswegen ist der Tank verbaut rechts und links. Und da wir ja Erdanziehungskraft haben, kann der Kraftstoff nicht auf die andere Seite. Deswegen hat er so ein Pumpensystem da drin. Muss er laufend um die Kurve fahren, ne? Damit der Kraftstoff von der einen Seite zur anderen auch rüber schwappt. Linkskurve. Wenn er, ja. Ne, so. Ja. Und da ist so eine ganz schöne Technik hinten drin. Wenn der jetzt, das zeigen wir euch jetzt mal, wie das heute aussieht, was sich auch alles einfallen lassen, die Ingenieure, die sowas bauen. Klar, Kardanwelle ist ja ganz cool, mit Heckantrieb ist auch ganz cool. Eigentlich könnten die es ganz einfach machen, ne? Die könnten rechts eine Kraftstoffpumpe reinsetzen, links eine Kraftstoffpumpe reinmachen und lassen dann zusammenlaufen und nach vorne. Aber das wäre einfach viel zu teuer. Da gibt es eine einfachere Technik. Ja, hier kann man sehen. Hier ist der Kraftstofffilter. So, das ist der Kraftstofffilter. Hier kommt der Kraftstoff. Also hier ist ein Tank an dieser Stelle. Hier. Da ist der Tank. Und hier ist der Tank. Und hier geht der Tank weiter. Über geht hier über die Kardanwelle weg. Und hier. Also die pumpen den Kraftstoff von rechts nach links und von links nach rechts. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was die da für eine Technik drin haben und wie das funktioniert. Und es kann natürlich auch sein, wenn der zu wenig. Also der wird ja wohl angesteuert werden, sonst würde ja gar kein Kraftstoff vorne ankommen. Also haben wir auf jeden Fall Spannung anliegen. Aber irgendwo geht eben der Druck verloren. Nee, was ist, wenn wir zu wenig Spannung haben? Was ist, wenn wir nur 6 Volt haben oder sowas? Oder 8 Volt, dann haben wir auch zu wenig Leistung, weil die Pumpe dann keine volle 12 Volt hat. Relais kaputt oder ja. Irgend sowas, weißt ja. Du, dass nicht genug Spannung ankommt. Und dann kann es auch sein. Also Sitzbank raus. Und Spannung messen erstmal. Und die Deckel aufmachen und dann messen wir erstmal die Spannung, bevor wir jetzt den Tank da weiter auseinanderbauen. Hier bin ich. Lass mich. Ich denke, was ist denn da los? Ach, 4 Stück davon. Ja. 2 habe ich. Ja, Jürgen ist noch ein Schrauben. Hey, komm her. Hey. Ich bin ein Herrchen, komm her. Tara, komm her. Der weltbeste Hund ist das. Ja, du bist der weltbeste Hund. Ja, guck mal. Jetzt bist du bei YouTube, bist du. Ein Gadget. Was hast du ihm denn da dran gemacht? Du hast immer deine Leuchte dabei. Ja. Komm, Gadget. Komm. Lauf. So, Rücksitzbank ist raus. Oh. Mach mal links oder rechts. Hier sind die 2 Service. Öffnungen. Vielen Dank für das Wort. Serviceverschlüsse, weil offen sind sie ja noch nicht. Ja. Ich sag Serviceverschlüsse, offen sind sie ja noch nicht. Ja, so, dann machen wir auf. Auf der einen Seite hier, da kommen die Kabel rein. Da kann man ja sehen, da. Hier kommen die Kabel rein. Nehmen wir mal eine Nummer größer, bitte. Was ist das denn, 8 oder was? Ist jedenfalls nicht den du mir gegeben hast. Kann auch nicht. Ah, hier. Yep. Und wir messen jetzt da an den Kabel, messen wir jetzt die Spannung, Spannungsversorgung, ob die bei mindestens 12 Volt liegt. Weil bevor wir da jetzt alles auseinanderschrauben und dann haben wir da gar keine 12 Volt anliegen. DC oder AC? Wisst ihr das, was ist? DC oder AC? Na, AC-DC, das ist eine Musikgruppe. Genau. AC ist Wechselspannung und DC ist Gleichspannung. Oder? AC/DC ist eine Musikgruppe. Na. Hast du schön eingeblendet. Ich kenne euch doch im Schnitt. Wir liefern die Vorlage, ne? Apropos Vorlage, wir müssen ja noch mal was dazu sagen, dass die Leute uns abends oder im Betrieb nicht anrufen wegen Tipps und Tricks und können Sie mir sagen, was das für ein Fehler ist an meinem Auto? Ja, da haben wir ja wohl kein Problem. Wir kriegen das nicht überwältigt. Wir können keine Tipps und Tricks mehr am Telefon beantworten. Jürgen, ich bin nur noch am Telefonieren. Wir kriegen es einfach nicht hin. Jetzt haben wir da Plus und Minus. Der rote? Der rote ist Plus und der andere rote ist Minus. Der rote ist der eine und der andere rote ist der andere. Ja, so. Nochmal. Spannungsversorgung müssen die 2 äußeren sein, ja? Der und der. Gut. Ja. Ich mach starten. Ich mach mal. Sag to me wann? Minus plus dann. Ja, machen wir Zündung an. Zündung ist an. Okay, 12 Volt. Starte mal.
Wenn wir noch 12 okay, wollen, 12. sogar 13 wollen. Okay. Gut, also ist es ganz klar und eindeutig. Spannung ist da. Die Spannung ist da. Das heißt, wir machen die Kiste mal auf, weil ich nochmal hier die Seite aufmachen. Ja. Der hat dann sehr wahrscheinlich hier auch noch so einen Serviceanschluss, vermutlich, dass wir da auch noch reinkommen. Und dann schauen wir mal, vielleicht ist die Pumpe kaputt. Vielleicht ist ein Kabel, ein Dings kaputt, ein Schlauch kaputt, kann ja auch sein. Dass der jetzt nicht mehr darüber pumpt. Kann sein, dass der eine Tank voll ist, der andere Tank leer ist. Kann ja auch sein, dass der nur leer ist, dass er nicht mehr rüber gefördert hat, weißt du? Ja. Das ist ja auch möglich. Mal gucken, was drin ist. Hier kann man auch schön die Airbag-Zünder sehen, ne? Für guck mal, ja. Wo? Hier, die Patronen für die Gurtstraffer von den Gurtpeitschen hier. Hier ist es der Gurtpeitsche, hier wird der Gurt ja eingesteckt. Oh, Geld. Hier wird der Gurt eingesteckt und im Falle eines Unfalls zündet diese Patrone und reißt das Schloss nach unten und strafft somit den Gurt, damit ich stramm im Gurt sitze und nicht mit dem Kopf nach vorne fliege. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass unter seinem Hintern da so ein explosives Ding sitzt. Ja. Ja. So, auch nicht schlecht. So, Klappe auf. Siehst du, haben wir noch eine Service-Klappe, würde ich sagen. Schrauben wir die mal auf. Schrauben wir die mal auf. Ja, wäre gut immer. Ist du vielleicht nicht fest genug? Ja, habe ich nicht fest genug. Der muss dazwischen sitzen, ne? Zwischen den Upsis. Wir dürfen auch nicht zu lange auflassen, ne? Wenn man den nämlich zu lange auflässt, den Deckel hier, dann verändert sich der Rand und dann kriegst du den nicht richtig zu. Oh, hier sitzt die Pumpe, guck mal. Ah, da haben die hier von hier aus die Kabel darüber im Fahrzeug. Entschuldigung, Herr Kameramann, darf ich mal ganz kurz hier dran? Die lag aber jetzt ziemlich lose da drin, oder? Ja, die wird von hier von gehalten. Ach, die wird da reingepresst, ja. Aber das ist eine Saugstrahlpumpe, ne? Die pumpt das auf jeden Fall darüber. Ich starte noch mal eben, Jürgen. Lass mal gucken, was hier passiert. Ob die fördert oder nicht fördert. Warte. Nochmal. Warte mal. Also hier pumpt die auf jeden Fall und pumpt darüber. Oh, dann gucken wir mal, ob die jetzt hier. Brauchst du eine Zange? So, das haben wir schon wieder gebaut. Das zündet noch was aus, ja? Ja. Das ist nur ja nicht auseinandernehmen kannst. Einmal auseinander und dann kaputt. Ja. Dick und Schraubenzieher hier? Kommt. So, okay. Jetzt haben wir hier den Anschluss los. Also hier fördert sie eigentlich rüber, hier lang, zur anderen Seite. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier, wenn der Jürgen jetzt startet. Habe ich jetzt meine Taschenlampe hingetan, da. So, Jürgen, starte mal. Gucken wir mal, wie viel Druck hier drauf ist. Boah, das riecht doch. Mal nochmal. Volle Pulle. Warte mal, ich halte nochmal drauf. Drück nochmal. Nee, das war kein nicht Gegenwind. Viel, ne? Nee. So fördert sie, drück nochmal. Schau nochmal. So fördert sie, so wenn ich hier drauf drücke, pop, Druck weg. Als wenn. Das ist ja nichts. Nee, als wenn hier unten in der Pumpe irgendwas. Da ist irgendwo die, unten, also in der Pumpe irgendwie eine Dichtung weg ist, dass es. Ja, dass es woanders rausgeht, in der Pumpe. In der Pumpe irgendwo anders hin. Ja, okay, dann kannst du eine neue holen. Die nur raus und gucken mal. Also, klemm den einen Anschluss da nicht weg. Ich würde dir helfen, aber ich bin hier vorne quasi gefangen. Aha. So, jetzt haben wir das Baby raus. Hier ist der Tankgeber. Der
es gibt ein Steuergerät auf dieser Seite und aber auch auf der anderen Seite errechnet er aus dem Füllstand von hier und dort, gibt er die Anzeige vor, wie viel Kraftstoff noch vorhanden ist. Dreh mal, dass das Poti sehen kann. Ach so, ja, hier. Hier ist ein sogenanntes Potentiometer. Und je nachdem, ne, welche Höhe der Schwimmer schwimmt, gibt er das Signal da ab. So. Jetzt machen wir, das ist auch so ein kleiner Tipp am Rande, wie der Junge das vorhin sagte. Den Deckel wieder drauf, den Deckel, komm, ich mach den rein. Den Deckel wieder rein, weil so ein Tank verformt sich gerne mal. Wenn man so ein Auto jetzt hier stehen lässt, sag mal, wir rufen den Kunden gleich an, wir müssen das und das neu machen. Und der, man lässt den Tank jetzt zu lange offen. Je nachdem, was das für ein Tank ist, verformt sich, kriegt man den Deckel nie wieder drauf. Deswegen so ein Deckel immer relativ schnell zumachen, nicht zwei, drei Tage stehen lassen, dann kann es zu Problemen kommen. So, wir schauen uns jetzt mal an, was hier mit der Pumpe los ist. So, hier ist die Kraftstoffpumpe, die sitzt da drin. Warte, hier hängen die Steckerchen hier dran. Ja, warte, hier, da kann man hier abziehen. Ja. Hast du den auch? Okay. Hm. Markus, hat dein Feuerzeug gefunden. Wo ist das? Hier. Nein, das ist hier. Ja, scheiße, da kannst du wieder nichts dran machen. Ne? Das ist wieder so schön verpresst da drin. Ja. Hier ist ein Filter, da ist ein Filter, hier sind, ja. Ne, guck mal hier, das ist so durchsichtiges, durchlässiges Filtermaterial. Ganz feinporig, dass hier ja kein Schmutz durchkommt. Das ist wieder keine Ersatzteile für Customer Wetten. Ja. Ich glaube fast, dass einfach nur die Pumpe zu wenig Leistung hat. Was sagst du? Tja. Es ist auf jeden Fall so, dass es, dass man das Ding. Boah, jetzt ist wieder hell geworden hier, ey. Ja, da kann man nichts machen. Ne? Das ist, da wird sowieso wieder keine Teile für gehen. Ja, das siehst du aber auch nicht mehr, ne? Ja, okay, das werden wir sowieso wieder. Da ist auch so eine Vierpunktnummer drauf. Okay, schauen wir mal, was wir da für Teile kriegen. Da müssen wir mal schauen, ob wir das in Einzelteilen wahrscheinlich oder wahrscheinlich wirst du eine ganze Fördereinheit nehmen müssen. Wichtig ist, dass man das immer wieder zumacht. Das ist einfach ganz wichtig, ja. Dass da nichts. Damit der Tank nicht auseinandergeht, beziehungsweise der Verschluss nicht auseinandergeht. Meistens, und dann kriege ich den Deckel nicht mehr drauf, den Verschlussring nicht mehr drauf und dann haben wir die Arschkarte. So, Yoshi ist noch nicht so weit, wir waren jetzt zu schnell mit unserer Diagnose hier. Da hängen wir jetzt gleich schon mal per Bilder dran, wie das danach aussieht. Ne? Und euch schon gute Zeit. Nee, halt. Noch mal was in eigener Sache. Bei uns anrufen und auf Hilfe hoffen, beziehungsweise auf Tipps. Das, was die Autos haben, ob wir da einen Tipp geben können, geht nicht. Wir kriegen es nicht umgesetzt und habt da bitte Verständnis für. Ich kann nicht den ganzen Tag ans Telefon gehen und. Vor allem, wir haben Mitarbeiter, der ganze Laden ist gehemmt dadurch. Da bitte Verständnis für. Und wir können es verstehen, dass er Hilfe braucht, aber wir können es einfach nicht leisten. Wir haben schon überlegt, ob wir nur so eine 090er Nummer machen. Das wollen wir aber nicht, weil wir haben. Es ist unser Hobby, es ist unsere Freude, es ist unser Spaß, es ist unsere Leidenschaft. Und bei den meisten Autos muss ich das Auto haben. Es nützt nichts, wenn mir einer sagt, da vorne rechts, da klappert es. Ja, bring das Auto. Ja, aber ich komme aus Wiesbaden, ich komme aus Berlin, ich komme aus München. Auto trotzdem reinbringen. Es ist unsere Leidenschaft und wir sind kein, wir haben nicht aus Leidenschaft telefonieren. Also es ist zumindest nicht meins. Meins auch nicht. Habt bitte Verständnis dafür, euch eine gute Zeit. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. In jedem Fall und, Daumen hoch. Abos. Bis nächstes Mal. Kostet nichts. Bis dann, Lieben. Tschüss. Tschüss. Wait a minute. Doch noch nicht Schluss. So schnell geht das nicht. Ich hatte es gerade noch gerufen. Und sagte, wir sollen uns das mal angucken. Mit dem Endoskop in den Kanal rein.
Das gibt's doch gar nicht. In den Kanal, ins Bergwerk. Das sieht aus, als wenn du da ein Kohlebergwerk hättest. Und das Ventil ist auf, was man dann noch Ventil nennt. Guck dir das an. Es ist komplett zu, das Ganze. Wo geht denn da noch die Luft durch? Nimm mal hier den ganz ätzenden da, den ja. Boah. Leck mich. Aber da musst du kleine Männchen reinschicken, die wie im Kohlebergwerk Kohle abbauen. Das ist Dr. Bipper hier, damit ich jetzt hier nicht die Kamera verschmutze. Ja. Schön. Ja. Schön. Schön. Ist hier, ab ins Büro. Cedric muss sich weiterbilden. Cedric muss sich weiterbilden. Am Lernen, der ist ja nicht mehr lange, hat ja auch seine Prüfung und das ist für ihn auch immer ein Weiterlernen. Wie es, Verkokung einfach durch AGR-Ventil und durch Motorbelüftung. Ja, unglaublich. Wenn einer anruft, muss er ja was sagen können dazu. Ne? Genau. Der Jürgen hat es verstanden. So, jetzt ist dann aber endgültig Schluss. Und, was ist denn mit den Bildern, wie es nachher aussieht? Ach so, okay. Tschüss, ihr Lieben. Jetzt kommen noch die Bilder, wie es nachher aussieht. Und dann gucken wir weiter. Bei Marvel ist ja auch immer, wenn der ganze Abspann durch ist, dann kommen wir nochmal. Kommen wir nochmal ins Bild. Oh, das war Star Wars. Die Kommentare will ich gar nicht sehen. Oh, das war Star Wars. Okay. Das gibt Pause. So, jetzt aber tschüss.